gut und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns nach einem Jahr Pandemiepolitik nochmal austauschen, was sich in deinem Fachbereich im Verkehrspolitischen so alles getan hat. Mobilität war ja auch eins der zentralen Themen sicherlich im letzten Jahr. Bei der Frage, wie sind wir ja überhaupt noch unterwegs, auf welche Art und Weise sind wir privat oder beruflich unterwegs innerhalb der Pandemie? Und vielleicht magst du erstmal ganz allgemein mit Blick auf den ÖPNV sagen, was Fahrgastzahlenentwicklung angeht, was ja auch die Schutzmaßnahmen im ÖPNV angeht, wie du ja das letzte Jahr bewertest, was da so passiert ist. Naja, wir haben immer noch eine sehr komplizierte Situation. Wir leben ja noch unter Pandemiebedingungen. Und wenn wir jetzt mal ganz in die aktuelle Situation hineingehen, am 18.03. ist das Frühjahrstreffen der Ministerpräsidenten. Und die ÖPNV-Sparte hat natürlich darum gebeten, dass der ÖPNV-Rettungsschirm verlängert wird. Es gab ja im vergangenen Jahr sehr hohe Verluste, einmal durch sinkende Fahrgastzahlen, dann auch durch die Problematik, dass die Schülertransporte nicht mehr stattgefunden haben, weil zum Teil ich sage es jetzt mal so, der Schulbesuch eingestellt wurde, dass da natürlich auch viele ÖPNV-Unternehmen dann auf den Ferienfahrplan wechseln mussten, Angebotsverringerungen stattgefunden haben und auch viele aufgrund von Homeschooling bzw. Homeoffice ihr Abo gekündigt haben. Das führt natürlich dazu, dass die Fahrgasteinnahmen an vielen Stellen signifikant gesunken sind. Und deswegen auch die Bitte an die Ministerpräsidenten, dass ein weiterer Rettungsschirm für 2021 vom Bund ausgebreitet wird. Das Land Thüringen hatte ja im vergangenen Jahr 44, Entschuldigung, 41,2 Millionen zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr sind es 22 Millionen, die vorgesehen sind. Es sind ja natürlich auch einige Gelder aus dem vergangenen Jahr mit rübergenommen worden, weil der Bund wirklich eingegriffen hat und Mittel zur Verfügung gestellt hat. Aber in diesem Jahr würden die Restmittel aus dem vergangenen Jahr bundesweit nur bis April reichen. Deswegen also auch der dringende Hilferuf. Der Bund muss mit mindestens einer weiteren Milliarde dort in den Rettungsschirm einsteigen. So ist die Situation. Natürlich haben die Busunternehmen sehr, sehr viel Anstrengungen unternommen, um einmal ihre Busfahrer, die ja nicht im Impfprogramm mit enthalten sind, das muss man einfach so sagen, sie sind eigentlich nicht dafür vorgesehen, genauso wie die Taxiunternehmen, die auch Krankentransporte machen. Deswegen mussten viele Maßnahmen unternommen werden, um den Krankenstand nicht hoch werden zu lassen. Grippe und ähnliche Probleme kommen ja auch immer mit dazu. Und um natürlich auch die Fahrgäste zu schützen. Da haben die Busunternehmen mit der Bereitstellung von Selbsttests, mit dem Einbau von Plexiglas-Verkleidung, mit dem Absperren der Fahrerkabinen und so weiter, doch sehr, sehr viel gemacht. Natürlich auch mit der Bereitstellung Desinfektionsmittel, Reinigung der Busse, sodass also in den Bussen und in den Bahnen ich will jetzt mal sagen, feststellbaren Infektionsketten sind Verbreitungen ja. der Corona-Viren stattgefunden haben. Also ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an allen, die daran mitgewirkt haben. Und ich hoffe nur, dass auch der Bund so reagiert und dass die Verluste für die Fahrgasteinnahmen ausgeglichen werden. Natürlich haben auch die kommunalen Auftraggeber Verluste erlitten. Wir haben uns mal die Zahlen angeguckt. Also ja, es kommen dort Millionensummen zustande. Wenn wir mal für Thüringen gucken, 57 Millionen insgesamt. Aber das sind noch Hochrechnungen aus Ende des vergangenen Jahres. Die genauen Zahlen werden jetzt erst festgestellt. Zeigt auf jeden Fall, dass ja gerade auch der ÖPNV damit auch im Jahr 2021 zu tun hat und es einfach weiterhin auch die Notwendigkeit von staatliche Unterstützung braucht. Vielleicht Ja. bleiben wir sogar gerade nochmal beim Personennahverkehr und machen den Übergang zu den Reisebusunternehmen. Ich weiß, dass wir uns da letztes Jahr auch länger darüber unterhalten haben, so ein bisschen mit der Frage, wie lange können die überhaupt existenziell auch
durchhalten mit Blick darauf, dass ja deren Einnahmequellen, also von irgendwie Schulfahrt bis Kulturausflug oder so, einfach komplett weggefallen sind. Wie ist da jetzt ein Jahr später die Lage? Ja, die Situation hat sich nicht wesentlich verändert. Das ist eigentlich jetzt nicht so der Bereich ÖPNV und Unterstützung aus dem Verkehrsbereich, sondern der Wirtschaftsbereich. Das sind die Unternehmen, die hauptsächlich touristischen Verkehr gefahren haben. Das Land Thüringen hat jetzt im Moment zur Entzerrung des Schülerverkehrs 4,7 Millionen zusätzlich für 2021 zur Verfügung stellt. Und wir hoffen natürlich, dass die Kommunen und die kommunalen Auftraggeber diese Summe auch mit heranziehen, um gegebenenfalls den normalen ÖPNV durch Reisebusse und durch die Unterstützung der Unternehmen bei der Schülertransport auch mitverwenden können. Das ist natürlich nur ein kleiner Tropfen auf den berühmten heißen Stein, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, dass eventuell dadurch Lernen am anderen Ort oder eine Entzerrung des Schülerverkehrs stattfinden kann. Das ist im Moment noch nicht so im Laufen, aber ich denke, wir hoffen doch, wenn die Schule wieder mehr Schüler zulässt, dass dort auch Reisebusunternehmen mit herangezogen werden können und unterstützende Fahrten leisten. Und dass dadurch natürlich bestimmte Kurzarbeiterregelungen oder auch Mindereinnahmen zu einem zugegebenermaßen ganz kleinen Teil mit ausgeglichen werden können. Aber ansonsten war tatsächlich nur die Unterstützung über die Wirtschaftshilfe aus dem Wirtschaftsbereich, Touristikbereich möglich. Vielleicht zum Lieferverkehr noch. Da sind ja auch unterschiedliche Punkte, die einfach pandemisch sozusagen Aufmerksamkeit erfordert haben. Das eine ist ja die Situation von Lkw-Fahrerinnen und Fahrern. Wir hatten uns beim letzten Mal darüber ausgetauscht, inwiefern überhaupt Übernachtung oder Essen oder so für die möglich ist. Ich denke, das ist jetzt gerade mit den Regelungen für touristische Übernachtungen nochmal so ein Stück weit abgesichert worden, was aber ja für die ganz schwierig ist. Und ich glaube, da erinnern sich auch viele an diese Bilder, als verschiedene Grenzen dicht gemacht wurden und man diese ganzen wirklich kilometerlangen Staus saß, wo Lkw-Fahrerinnen und Fahrer einfach nicht mehr weiter, nicht mehr vom Fleck gekommen sind. Wie würdest du da sozusagen den Verlauf im Lieferverkehr im letzten Jahr bewerten? Naja, die Grenzschließungen haben schon dazu geführt, dass es erhebliche Probleme bei den Lieferketten gegeben hat, auch für die Lkw-Fahrer. Wir haben ja die Bilder alle noch im Kopf von 10 oder mehr Stunden anstehen an den Grenzübergängen. Dann war natürlich auch zu lösen das Problem, dass viele Länder einfach die Voraussetzung von Selbsttests und negativen Testergebnissen auch für die Lkw-Fahrer zur Bedingung der Einreise gemacht haben. Das hat zu weiteren Problemen geführt. Etwas entspannt hat sich die Situation im Inland, zumindest was die Möglichkeiten jetzt an Raststätten wieder Verpflegung oder auch zeitweilige Unterkunftsmöglichkeiten zu bekommen anbetrifft. Allerdings, die Situation ist nach wie vor fragil. Und der Wintereinbruch hat auch nicht dazu geführt, dass jetzt im Nahbereich hier in Thüringen Versorgung ohne Abbrüche möglich war. Also ich will nur Sehr sagen, die schönen Punkt. Lkw-Fahrer haben ein Pensum zu bewältigen, kann ich nur sagen, Hochachtung. Und es ist natürlich auch dort die Frage, wie kann man für Nachwuchs sorgen? Wie kann man das Interesse an diesem Beruf wachhalten? Und da haben alle Unternehmen, sowohl im ÖPNV als auch im Lkw-Bereich, große Sorgen. Eine weitere Problematik ist ja auch noch dort und bei den Taxifahrern, das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, das sind nicht diejenigen, die in den vorderen Bereichen geimpft werden. Also dort ist natürlich auch die Frage des Gesundheitsschutzes der Fahrer und Fahrerinnen ein großes Problem. Gibt es in die Richtung
Also es ist ja ganz schwierig einzusortieren, ne? Wir haben irgendwie diese STIKO-Empfehlungen mit der Reihenfolge, wer wird wann wie geimpft. Und wir haben aber ja auch am Beispiel der Lehrerinnen und Lehrer und des pädagogischen Personals gesehen, dass eben mit der Argumentation, die stehen in der ersten Reihe, die sind nochmal in einem ganz anderen Kontakt ausgesetzt, da eben auch Anpassungen vorgenommen wurden. Hältst du was Ähnliches im Verkehrsbereich für wahrscheinlich? Gibt es da Bemühungen, auch die Impfreihenfolge entsprechend zu verändern? Ja, da gibt es Bemühungen. Das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Bei den vorgenommenen Maßnahmen zum Stopp eines Impfstoffes, wie jetzt die weitere Situation ist. Und natürlich, um es mal ganz deutlich zu sagen, ich kann das nicht so machen, dass ich einen Betriebsarzt hole und das ganze Unternehmen durchimpfe. Ich muss damit rechnen, dass Folge Probleme auftreten, auch bei Impfungen. Das heißt, ich muss dort auch gestaffelte Impfungen vornehmen. Also die Probleme werden nicht kleiner, aber so wie sie die Unternehmen bisher angegangen sind, werden sie auch das bewältigen. Aber es wird natürlich ein Riesenkraftaufwand dahinter stecken. Ja, und du sagst es schon, wir haben gestern ja mit den AstraZeneca-Stopp-News, müssen wir eh erstmal gucken, wie die Impfstoffverteilung abgesichert werden kann, wie für ganz viele ja auch erstmal ein zweiter Termin oder so abgesichert werden kann. Also da wagen wir mal keine Spekulation. Ich würde aber abschließend gerne von dir nochmal so ein bisschen als Ausblick hören, welche Themen vielleicht in Zukunft auch mit Blick auf Pandemie, aber auch vielleicht unabhängig von der Pandemie bei dir wichtig sind. Ich denke da an Ausbau Busliniennetz innerhalb des Landes, an Azubi-Ticket. Vielleicht magst du da mal so einen kleinen Ausblick geben. Naja, wenn wir das Stichwort Verkehrswende nach wie vor in aller Munde führen, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass die Mittel für den straßengebundenen Verkehr, also für den Omnibusverkehr und gleichzeitig die Mittel für den schienengebundenen Verkehr wesentlich ansteigen. Einmal, und das lässt sich nicht vermeiden, die Schiene hat Vorteile, was lange Strecken anbetrifft, auch beim Schienengüterverkehr. Und wenn wir nicht endlich in der Lage sind, auch dort mehr auf die Schiene zu verlagern, auch die Engstellen zu beseitigen, beziehungsweise Kombiverkehr zu unterstützen und dort mehr Mittel zur Verfügung stellen, dann wird es ein Problem werden für die nächsten Jahre. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch im Schienenverkehr die Schwierigkeiten, Ersetzen der Dieselloks durch an vielen Stellen durch Wasserstoffzüge ist schon in Vorbereitung. Auch Thüringen hat eine Wasserstoffstrategie vorbereitet. Ich hoffe, dass wir die Einzelheiten jetzt auch bald diskutieren können, sowohl in den Bereichen Umwelt als auch in den Bereichen Verkehr. Es gibt ja das Pilotprojekt an der Schwarzer Talbahn, das vorgesehen ist. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch gucken, das Wichtigste für uns in Thüringen ist letztlich die Mitte-Deutschland-Verbindung. Eine durchgängige Elektrifizierung braucht viel Kraft. Die Bahn muss dort eigentlich ein bisschen schneller aus der Hütte kommen mit den Ergebnissen. Na klar sind Planfeststellungsverfahren und Baumaßnahmen immer ein zeitverzehrender Faktor, aber wenn wir dort nicht eine Zweigleisigkeit und eine Elektrifizierung erreichen und das Land eventuell sogar bei der Zweigleisigkeit noch in Planungsvorleistungen mitgehen kann, dann haben wir ein Problem. Diese Strecke, die kann unsere Leib- und Magenstrecke werden, dort kann ein 15-Minuten-Takt eingeführt werden und wir können dort wirklich auch hoffen, dass wir auch diese Strecke irgendwann für den Güterverkehr beziehungsweise für durchgehende Intercity oder ICE, also ICE nicht, aber Intercity-Verbindungen nutzen können. Gleichzeitig brauchen wir natürlich auch die Entwicklung eines landesbedeutsamen Busliniennetzes. Das heißt also, wir müssen, nicht jeder Bürger in Thüringen wohnt in der Nähe eines Bahnhofs, wir müssen sichern, dass gut vertaktete Buslinien die Bürgerinnen und Bürger zum Bahnhof bringen, in ihre Städte bringen und alle zentralen Orte gut verbunden sind. Und da muss man einfach so sagen, braucht es noch viele Überlegungen, braucht es auch noch notwendige Finanzierung.
Und natürlich auch, wir dürfen nicht vergessen, Jena hat zwar den Zuschlag bekommen für 44, nein, ich korrigiere mich, für 33 Straßenbahnen sind vorgesehen und 24 haben wir jetzt mit 44 Millionen unterstützt bekommen. Aber es stehen noch einige aus und es stehen noch notwendige Infrastrukturmaßnahmen aus. Und wenn wir alles in allem auch noch daran denken, dass 2022 eigentlich, ich sage eigentlich, die Bahnhöfe und die Haltestellen barrierefrei sein sollen, dann wissen wir ungefähr, welche Aufgabe vor uns steht. Und natürlich kann man das nicht aus Landesmitteln alleine stemmen, das geht nicht. Aber der Bund muss dort auch Prioritäten setzen. Und die heißen eigentlich eindeutig Schiene, Straßenbahn, Elektrifizierung und ein vernünftiges Busnetz. Und auch da hoffen wir, dass bei der Ministerpräsidentenkonferenz doch eine Lanze gebrochen wird für den Deutschlandtakt. Auch wenn er an vielen Stellen Jena nicht unbedingt bevorzugt. Sehr schön. Guter Überblick über das große Ganze, gutes Schlusswort. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir uns das nächste Mal in einem Jahr oder einfach nur nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema austauschen sollten. Aber es zeigt ja, an wie vielen Stellen da einfach noch die Kämpfe sozusagen aktuell sind und aktiv sind. Und ich danke dir, dass du uns einen Überblick gegeben hast. Und wie immer, wenn es noch Fragen oder Anmerkungen gibt, einfach zum Schluss in die Kommentare. Danke dir, Gudrun. Tschüss.